Hallo. Willkommen bei Pokémon Platin und Link Challenge mit Muffin. Ja, ich habe gerade Zeit verschwendet. Bin ins Pokémon Center aus Versehen wieder reingelaufen und rausgelaufen. Oh nein! MC, ein Tag im Leben eines Trainers! Trainer, klatschen. 1, 2, 3, 4 Trainer habe ich. Fehlen noch 3. Ich dachte, das ist der richtige Weg. Wie kann denn das... Bin ich denn? Weiß ich nicht. Jetzt bin ich aber. Also, langsam, hier war doch nichts mehr. Was bin ich denn? I see. Da muss man rüber. rechts oder links, geradeaus. Was? Das hätte von uns geschrieben worden sein. Was denn? Neben mir habe ich den Angelguru. Sag mal hallo. Angelguru, mal hallo. Ja. Das ist halt perfekt. Das ist echt perfekt. So, heute sprechen wir über die Angelkünste von Kunde. Ja. Mit der Angel in der Hand und dieser Trainer ein Raupi anlangt. Ja. Man könnte denken, es ist einfach nur der Köder, den man wieder rausgezogen hat. Ja. Dieser Trainer bekommt eine klare 100. Ja, klar. Geil. Guck mal, was anderes im Fernsehen? Ach, Fernsehen bist du mal, okay. Einkaufskönige. Unser heutiger Einkäufer ist Trubel. Er hat sich für das alte Pokéball entschieden. Ja, warum die Stückzahl 10? Trudel hat richtig Ahnung von Einkaufen, einfach toll. Na klar, wusste ich doch. Deswegen frage ich dich auch immer. Tannhiel. Stahl. Da. Ne? Unlicht resistet hier noch Stahl. Das war da. Oder. Wird von Stahl oder so. Käfer auch? Stimmt. Was? Ja, eine Feuerattacke habe ich leider nicht. Käfer wird auch von Stahl gerüstet, oder? Ja, na klar. Na klar, sagt er. Ja, zur fünften Gen, glaube ich, oder bis zur fünften Gen ist also Unlicht noch, aber danach auch nicht mehr. Ja. Unlicht und gar nichts war das, ne? Nee, Psycho. Psycho? Psycho. Ich weiß nicht, ob es mit... Ach nee, Geist war auch noch. Das stand extra. Aber Tannhiel hält trotzdem keine 25 Bisse aus. So viel AP habe ich gar nicht mehr. Ja, wo? Wunderbar. Das wäre mal eine geile Werbung. Supertrank. Nein, kein Trainer von gestern. Neues Pocket-Zubehör ist erhältlich. Nein, ich muss noch. Da war noch ein anderer Weg. Ich muss. Ich kann gar nicht anders. Wer auch immer. Was ist denn hier? Oh, da ist das viel. Über da. Und was ist hier? Auch richtig viel. Es hat sich voll gelohnt. Ein Trainer ohne Pocket ist wie Pokémon ohne Trainer. Das heißt, der Trainer ist wild. Warum? Und kann gefangen werden? Warum? Weil ein Pokémon ohne Trainer ist ein wildes Pokémon. Ah. Ein Trainer ohne Pocket ist wie Pokémon ohne Trainer. Oder meinen die allgemein das Spiel Pokémon? Hätte ich jetzt spontan, also wäre jetzt so meine, ich weiß, ne? Aber wir sind in Pokémon, da kann man nicht vom Spiel Pokémon eigentlich reden. Was? Warum denn nicht? Ja gut, okay. Pokémon Center, oh, wir stehen hier Lasho immer King. Bei. Lasho King, aber auf Level 35, das sollte noch okay sein. Gib mir Erfahrung, Lasho King, und kill mich nicht, danke. Schönheit ist kein Zufall, Eleganz muss gelernt sein. Was? Emotionen erwünscht, Herzhofen-Wettbewerb. Aussetzer? Ah, fehlgeschlagen, schön.
Nashuking. Nashuking. Lust auf Schneegestöber. Besuche das weiße Blitzer. Ja, klar, aber nicht jetzt. Groink. Groink war die Weiterentwicklung. Oh, wenn Groink. Ich das Groink besiegt habe, dann könnte Käse Level Up sein. Groink setzt Erholung ein, hat alle KP. Nice. Groink setzt Blizzard ein. Alter. Gegenstoß ist schneller als wir. Das ist natürlich voll. Unlichttyp, nice. Wenn es jetzt eine Psychoattacke machen würde. Okay, schau Groink an dieser Stelle. Tschüss, Groink, quasi. Wir sehen. Dieser Recht Level 40. Ja! Yes! Entschuldigung, habe ich mich schon gefreut? Ja, Mann! Wie geil ist das denn bitte? Hey, Käse entwickelt sich! Hi, Puh! Oh mein Gott, ich habe ein guter Lander! Ich glaube, das war auch schon der vorletzte Trainer. Ich glaube, die Platten bei mir sind kaputt, die miauen, wenn man da drauf spielt. Ah, die Platten also. Guter Länder. Klimaschutz eliminiert die Wirkung des Wetters. Ist okay. Gibt Schlimmeres. 129 Angriff, 118 Spätzangriff. Nice. Nice. Kann ich beides benutzen. Feuerodem ist voll fein. Wunderbar. Ich glaube, ich werde mit Erdlos leben. Ich möchte... Oh, puh. Also ich weiß nicht, ob das... Ich habe noch 2 auf 38 und 1 auf 39. Also... Oh. Das ist ungünstig. Sage ich jetzt mal so. Das könnte der letzte Trainer sein. Ich glaube, ich habe Zucchini vorne. Und Kusilla. Das ist natürlich sehr super. Kusilla erschaudert. Ach, hat Vorahnung. Kusilla, da kann ich mal auf Soft Ice wechseln. Boah, Lawine, Alter. Ach ja, das war ja das. Ja. Hm. Psychokinie. Spätzangriff von Kusilla nicht zu unterschätzen. Holy shit. Das nächste ist Boink. Ja, dann wechsle ich mal wieder auf. Alphand, Wallglas. Abra. Okay. Das ist halt relativ schnell. Aber könnte nur Kraftreserve wahrscheinlich. Das kann gut sein. Aber es kam gar nicht erst dazu. Blickfeld war beschränkt. Eingeschränkt? Beschränkt? Behindert, Entschuldigung. Ein Beschränkt. Und da geht's zum Arena-Leiter. Also ja, ich wäre beim Arena-Leiter. Sagt. Okay. Noch 2 auf 38. 2 auf 38. 1 okay. Auf 39. Ich bin halt komplett bei 40, eigentlich. Wir haben noch Zeit, also. Ja, ungünstig. Ich meine, er hat Level 37, 38 und 41. Ja, dann sollte das aber machbar sein.
Ich habe Käse, Dönerspieß und Milchshake. Auf, also 40, 40 und 41. Ja. Die können alle was gegen Psycho. Ja. Und ich würde dann wahrscheinlich mit Zucchini leaden. Das Level 38er Pokémon. Da das 41er nicht am Start kommt, sollte das da. Das, ich denke mal, das mache ich so. Okay. Ja. Also können wir starten. Ja, ich schau nochmal kurz, ob irgendeine wichtige Attacke irgendwie wenig AP hat oder so. Antikraft 4 von 5, ja gut. Sonst 14 von 25, okay. Ist alles voll. Okay. Habe ich irgendwas gerade nicht ganz voll geheilt? Ja, Käse. 8 KP. Jetzt bin ich bereit. Du hast ihn schon, oder? Nee, ich habe noch nicht angesprochen. Okay, 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 okay. Wir können. Ja. Das ist der Orden von Ärztin, ja, das ist die erste Arena. Mein Sohn liegt. Na, das ist ein Wunder oder kein Wunder? Erstmal übelst seinen Sohn beleidigt. Ich hab gesagt, das ist kein Wunder? Dass wir ihn besiegt haben? Also sein Sohn? Ja, ich glaube, er muss noch viel lernen, hat er auch gesagt. Mhm. Schwimmer Jonathan ist es bei mir. Lunastein als erstes. Oh, das ist natürlich gegen Zucchini nicht so geil, muss ich gestehen. Eieieiei. Soll okay sein? Oh, ist zurück. Ich wechsle mal auf Flammenkuchen. Also King wegen Lunastein. Ist das wegen Stahl? Okay. Was denn? Der Toxic Orb hat keine Wirkung. Oh. Ja, vermutlich. Er setzt Steinpolitur ein. Komme ich gleich trotzdem noch in Angriff ab, wahrscheinlich. Kaskade! Kosmikkraft. Erhöht Verteidigungswerte, glaube ich, oder? Noch ein Rissdieser. Verteidigung steigt, Spezialverteidigung steigt. Oh, fuck. Level 98. Ich hoffe, ich mache genug Schaden. Ich hoffe, ich mache genug Schaden auf das Lunastein. Wenn es sich mit Kosmikkraft hochboostet, dann gute Nacht. Das ist ja schlecht, ja. Aber nach einer Kosmikkraft mache ich über die Hälfte Schaden und jetzt hat es Itemsperre gemacht, also. Alles entspannt, scheinbar. Was ist das für eine Arena, Leiter? Ich war gespannt. Übelste Abwechslung in seinen Pokémon. Ich bin begeistert. Ja, was denn? Das kann trotzdem wehtun. Ach nee, ich habe hohe Verteidigung. Aber als nächstes kommt Lamus. Lamus? Ja, können, das war's. Ist Lamus speziell oder dingensdefensiv? Warte, ich schau kurz nach. Physisch. Physisch? Oder? Hängt dann. Lamus. Verteidigungsspitze. Okay, 110,80. Das glaube ich trotzdem. Käferbiss stärker. Zucchini. Weil meine Angriff halt verdoppelt wird. Spätsangriff ist halt. Also, ich bin quasi durch. Okay, bei mir ist jetzt das Lamus. Ich weiß halt nicht, ob es das 41er ist. Nee, ist das 38er. Okay. Damit sollte Zucchini einigermaßen klarkommen. Also. Der Arena-Leiter war. Speziell, will ich mal sagen. Inwiefern? Erzähl. Er hat zuerst Rex Blizzard eingesetzt. Ja. Ich habe Eisenschädel gemacht, da ist es zurückgeschreckt. Ja. Dachte ich mir, mache ich Metallklaue, da hat er sich geheilt. Das hat über die Hälfte gemacht, Metallklaue dann. Hab den Attack Boost gekriegt. Und hab dann mit der nächsten Metallklaue das erste Rex-Bizarre rausgenommen. Dann kam ein Rex-Bizarre. Das habe ich direkt mit Eisenschädel rausgenommen. Ja. Dann kam ein Rex-Bizarre. Das hat Holzhammer gemacht, das hat aber auch nur so 40 Schaden gemacht, 20. Und das habe ich dann auch direkt mit Eisenschädel rausgenommen, also. Ja. Ja, gut, ne? Nice. letztes Pokémon ist ein Rosana. Mach das mit Dönerspieß. Einfach mal dreimal das gleiche Pokémon, ja, warum nicht? Kann man machen. Muss man aber nicht. Genau. Aber nicht am selben Tag, was? Sana hält
physisch nicht viel aus. Level 41. Aber schnell. Oh, es hat Bedroher. Warum hat er meins nicht... Ach, Mann. Macht Käferbiss natürlich weniger Schaden. Hey. Ja, es ist schnell und es hat einen speziellen Angriff. Ich muss schon aufpassen. Und Eis ist gegen Zucchini sehr effektiv. Ja, ja, ich habe Dönerspieß drin. Jetzt. Deswegen habe ich Zucchini rausgewechselt. Und Brutalanda auch dementsprechend auch vielleicht auch nicht reingewechselt. Ja. So, ne? Ja, ja. Stimmt, ich kenne ja auch Käferbiss. Darmattacke wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, stimmt. Damit greife ich ja spezial an. Das wäre vielleicht schlauer gewesen. Käferbiss macht über die Hälfte. Und ich habe seine Zitrobeere gestohlen. Nice. Nee, Käferbiss hat sich gelohnt, würde ich sagen. Ich glaube, ich mache nochmal Käferbiss, weil es hält speziell halt deutlich mehr als physisch. Das passt schon. Na, wenn du über die Hälfte gemacht hast. Wieso bin ich jetzt schneller? Was hat es gemacht? Hitai. Oder macht irgendwas anderes. Dönerspieß ist nicht so schnell. Echt? Sicher? Eigentlich. Also Bomadame ist, glaube ich, gar nicht so schnell. Bomadame. Bäh. Bäh. Aber das war der Arena-Kampf, der lief ja richtig. Du hast den Lumpen-Umhang, oder? Ja. Das hat, ja gut, 36 Base. Also die haben alle 36 Base. Okay, ich nehme an, Rosana ist schnell. Denke ich doch. TM91, was ist TM91? Ich habe nicht aufgepasst. Hat er schon durchgeklickt. Ja. Mimikry, geil. Ich habe die Minenorden gekriegt. Ja, ich auch. Das war falsch. 95, ne? Ungefähr. Da kommt man raus, man kann nach rechts gehen, ne? Dann dahin. Ja, immer rundherum. Magensäfte, oh mein Gott. Das ist irgendwie nicht so eine tolle Attacke. Hat sich auch irgendwie ekelhaft. Oh. Daniel, hey. Jetzt müssen wir, glaube ich, in die Bibliothek. Was ist es? Ja. Der Pokécenter. Natürlich bin ich stärker als du. Kann man eine Chance hätte. Wir werden was? Ist das ein Kampf? Wer, ja, was? Will der Rivale gleich kämpfen vor der Bibliothek? Nö. Okay, okay. Das letzte Mal, glaube ich, bei der Liga. Okay. Zucchini 39, Softeis 38, Flammkuchen 39. Ach, kommt schon, Leute. Der Wild. Ich möchte Softeis. Softeis kommt nach vorne. Level 38. Okay. Ich gehe in die Bibliothek. Nicht schnell genug. Entschuldigung. Hopp, sagt er. Ich bin ja schon. Hopp, bei verporten. Nee, so was anderes. Ein bisschen. Wahrscheinlich nach ganz oben laufen, ne? Ja. Ja, unsere Rivale hat nicht mal ein Pokédex. Genial. See, der Kühnheit ist für uns, okay? Thank you.
Wumm. Ein Krawumms? Macht gerade Konzert. Wahrscheinlich. Oh nein! Ein Osterfeuer. Vorsichtig, wenn ihr die Treppe runtergeht. Mhm. Erinnert mich an Family Guy. Hm? Ach man. Da gibt's so eine Folge, da haben die eine neue Treppe und Peter, egal wie vorsichtig oder langsam er versucht, die Treppe runter zu gehen, der fliegt immer runter. Oh lol, okay. Zu einer Mega-Explosion. Die Mega-Entwicklung einer Explosion, das ist krass. Oh, die macht viel Schaden. 400er Attacke. Alter Schwede. So, das heißt, wir gehen jetzt. Oh, ich hab's doch eben vorgelesen. Lederkühnheit. Lederkühnheit. Er ist irgendwo auf dieser Map. Zwischen Weideburg und. Dann sollte der rechts, glaube ich. Aber vorher? Vorher können wir eh den Part beenden. Und dann tun wir uns in die Nähe buxieren. Richtig. Und ich trainiere wahrscheinlich nochmal so ein paar Pokémon 1, 2 Level, damit die auch dann Level 40 sind mindestens. Ich weiß gerade nicht, ob es vielleicht günstig ist. Ach ne, du hast ja ein Pokémon, was fliegen könnte dabei. Nö. Guter Lander. Nö. Na klar! Es lernt ja sogar selber fliegen. Ja, eigentlich krass. Bei der Entwicklung, aber da es sich eher entwickelt hat, ja. Ja. Dann bringe ich dem mal fliegen bei. Würde ich gerne gucken, ob ich vielleicht noch eins mitnehmen könnte, was fliegen kann, weil ich glaube, wir müssen in nächster Zeit relativ viel durch. Oder? Ah, ich glaube, wir müssen noch zu dem anderen See mal gucken. So, Feuerodenbehälter als Steps, Zen-Kopfstoß, Kopfnuss, Biss. Kopfnuss oder Biss? Kopfstoß, Kopfnuss, Biss. Ja, ich hätte sonst vielleicht sogar Zen-Kopfstoß drüber. Ah, das ist halt. Ich weiß, es trifft nur zu 90, aber es ist halt trotzdem 80 stark. Das stimmt. Ja. Musst du entscheiden. Oder halt Kopfnuss, weil es halt ein normaler Typ ist. Okay, Kopfnuss, ciao. Ja, dann und ja gut, dann gucken wir nochmal wegen dem Team und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Und tschüss. Tschüssen.